Hallo zusammen! Stellt euch vor, ihr befindet euch in einer Notsituation oder es ist etwas Schlimmes passiert. Natürlich wünschen wir es euch auf keinen Fall, doch niemand kann sicher sein. Gibt es unter euch jemanden, der weiß, wie man einem Krokodil richtig davonläuft, was zu tun ist, wenn euch eine Qualle beißt oder wie man Kokoswasser richtig verwendet? Wenn nicht, kann dieses Video hilfreich sein. Heute erzählen wir euch etwas über 10 Lifehacks, die euer Leben in unvorhersehbaren Situationen retten können. Also schaut es euch unbedingt an. Lasst uns loslegen. Feuer aus dem Smartphone-Akku. Beginnen wir mit der folgenden Situation. Ihr seid in einem finsteren Wald. Es ist kalt, ihr habt Angst, rundherum sind nur Bäume. Es gibt zwar genug Brennholz, doch keine Zündhölzer und kein Feuerzeug. Zuerst fallen euch vielleicht elementare Physik- und Überlebenstipps ein. Ihr erinnert euch an die Worte des Lehrers und fängt an, eine Lupe zu suchen, ein gekrümmtes Glas oder sogar einen blanken Löffel, also alles, womit man Feuer machen kann, wenn die Sonne scheint. Was aber, wenn das in der Nacht passiert? Oder es ist finster draußen, es nieselt oder die Sonne gelangt durch die Bäume gar nicht herunter? Stopp, keine Panik, wir wollen euch nicht einschüchtern. In diesem Fall hilft es, einfach eure Jackentasche durchzusuchen. Wahrscheinlich findet ihr dort euer Smartphone. Genau das brauchen wir. Da sich die Geschichte weit von der Zivilisation abspielt, wird es kaum möglich sein, einen Freund anzurufen oder Hilfe zu holen. Doch ihr könnt damit ein Feuer machen. In vielen modernen Smartphones oder Tablets gibt es Lithium-Ionen-Akkus. Ob es sich um ein solches Gerät handelt, stellt man schnell an der Beschreibung Lithium-Ionen fest. Wenn man so einen Akku mit einem spitzen Gegenstand durchsticht, wird eine chemische Reaktion erzeugt und es entsteht Feuer. Man muss nur zuerst Astholz fürs Lagerfeuer vorbereiten, ansonsten besteht das Risiko, ohne Feuer und ohne euer Smartphone zu bleiben. Wenn euch eine Qualle gebissen hat. Viele von euch verbringen ihren Urlaub oder die Sommerferien am Meer oder Ozean. Wisst ihr eigentlich, dass jeder dritte Tourist, der am Wasser Urlaub macht, unliebsame Erfahrungen mit Quallen hatte? Die Auswirkungen dieses Bisses können sehr unangenehm sein. Verbrennungen, plötzliche Schmerzen, Hautrötungen. Das ist das Mindeste, worauf ihr euch einstellen könnt. Dazu kann ein Schmerzschock, eine allergische Reaktion oder eine schwere Körpervergiftung kommen. Hier kommt eine einfache und effektive Erste-Hilfe-Lösung. Die Wunde zuerst waschen und die Reste der Fangarme entfernen. Macht das aber auf keinen Fall mit bloßen Händen, sonst verbrennt ihr euch ein zweites Mal. Reinigt die Stelle mit sauberem Wasser, aber auf jeden Fall mit Salzwasser, da Süßwasser die Nesselzellen aktiviert. Um das Gift herauszubekommen, ist ein Umschlag mit Apfelessig, Ammoniak oder einfachem Alkohol empfohlen. Danach muss man einen Arzt rufen und auf ihn ruhig warten, ohne sich Sorgen um das Leben des Betroffenen zu machen. Waldapotheke. Man darf nicht vergessen, dass das Risiko in einigen Extremfällen sich zu verkühlen oder eine Darminfektion zu bekommen ziemlich hoch ist. Deshalb sollte man über die einfachsten Waldpflanzen informiert sein, die vielleicht notwendig sein werden. Bei Magenproblemen hilft Tee aus Eichenrinde. Wenn ihr das Gefühl habt, Fieber zu haben, helfen natürliche fiebersenkende Mittel wie Weidenrinde, die gekauft gehört. Sie enthält Salicin, ein Aspirin-ähnliches Mittel. Wenn euch ein bösartiges Tier beißt, kann man die betroffene Stelle mit Löwenzahn oder Wegerichsaft bearbeiten. An schlimmere Wunden und Geschwüre kann man Eichenrinde, Asche, den Harz der Nadelbäume oder gekochte Blaubeerblätter anlegen. Wenn ihr aber den richtigen Zeitpunkt verpasst und es entwickelt sich ein Entzündungsprozess, soll die Wunde so schnell wie möglich mit einem Sud aus Preiselbeerblättern, Kamille, Johanniskraut oder Blaubeeren bearbeitet werden und dann ein Arzt aufgesucht werden. Bei Durst keinen Schnee essen. Was würdet ihr tun, wenn ihr durstig seid und euch inmitten einer Schneewüste oder an einem kalten Tag im Wald befindet? Rundherum liegt doch so viel Schnee. Und Schnee ist doch Wasser, aber nur in kalter Form. Doch es ist strengstens verboten, bei Durst Schnee zu essen. Und zwar nicht nur deshalb, weil ihr von den vielen Schneemengen Halsschmerzen bekommt. Das schon. Allerdings besteht die größte Gefahr darin, dass der kalte Schnee eure Körpertemperatur senkt, genau wie ein Eis im Sommer. Der Körper verschwendet also zusätzliche Energie, um sich warm zu halten. Wenn ihr aber trotzdem vor Durst zu Schnee greift, müsst ihr bereit sein, unnötige Kräfte zu verlieren und zu erfrieren. Keine so tolle Idee. Tiefe Wunde. Stellt euch diesen unangenehmen Moment vor, wenn ihr euch mit einem Glas verletzt oder einen Holzsplitter im Finger habt. Sicher denkt ihr sofort daran, das Glas und den Splitter aus der Haut zu entfernen. Das darf man aber nicht immer tun. Denn ist die Wunde ziemlich tief und es wurde ein wichtiges Gefäß getroffen, sollte man das Objekt aus der Wunde auf keinen Fall herausziehen. Das Bruchstück schließt bei einer Verletzung die getroffene Stelle und die Blutung ist gering. Zieht man das Objekt aber jetzt heraus, riskiert der Mensch am Blutverlust zu sterben. Klar ist ein steckengebliebenes fremdes Objekt unter der Haut auch keine optimale Lösung. Aber bitte berührt es nicht, bevor die Rettung kommt. Denn ihr wisst schon, dass in diesen Fällen so schnell wie möglich die Ärzte gerufen werden müssen, stimmt's? Die heilbringende Kokosnuss.
Wisst ihr, dass Kokoswasser nach seiner Zusammensetzung mit unserem Blutplasma-Ähnlichkeit hat? Das wurde während des Zweiten Weltkrieges herausgestellt, als den britischen und japanischen Soldaten aufgrund eines Mangels an Kochsalzlösungen Kokoswasser intravenös injiziert wurde. Es handelt sich aber nicht um Kokosmilch, sondern um das Wasser, das nur aus jungen Pflanzen gewonnen werden kann. Klar wurde diese Methode nur in Extremfällen eingesetzt, sie gilt heute als fragwürdig. Manche Ärzte sagen, sie wäre nicht ungefährlich, aber wenn ihr einen Notfall habt, kann Kokoswasser euer Leben retten. Genießbar oder ungenießbar? Und wieder zurück zum Wald. Stellt euch vor, ihr habt euch verlaufen. Das ist nicht die schönste Zeit, die man erlebt, aber was soll's, das passiert ziemlich häufig. Also geistert ihr im Wald herum, es vergehen eine oder mehrere Stunden und ihr merkt, dass ihr schon Hunger habt. Was kann man da tun? Vielleicht erscheint unser Vorschlag nicht gerade appetitlich, doch wenn man alleine im Wald ist und keine Jagdkenntnisse hat, kann man Insekten essen. Ja, Insekten garantieren euch genug Eiweiß und Energie, die zum Überleben notwendig sind. Außerdem ist es leichter, sich mit verschiedenen Insektenarten auseinanderzusetzen, als mit einer Vielzahl an Pilzen oder Beeren. Zum Beispiel kann man jede Art von Raupen essen, außer sie sind flauschig. Dann noch Grashüpfer, Heuschrecken, Termiten, Zikaden und ihre Maden, sowie Libellen, Ameisen und die Maden der Bienen. Flauschige Raupen sowie Käfer und Schmetterlinge sind ungenießbar. Wenn ihr noch wilde Bienen findet, könnt ihr sogar am Honig naschen. Dafür müsst ihr ein rauchendes Lagerfeuer neben ihrem Nest machen und natürlich sehr vorsichtig sein. Liebe Freunde, wenn euch unsere Ratschläge gefallen haben, vergesst nicht uns zu liken. Wenn ihr weitere Tipps zum Überleben in der wilden Natur kennt, teilt sie mit uns in den Kommentaren. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein, so schnell wir können.